Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wie schon vor der parlamentarischen Pause sprechen wir heute über die Cannabis-Legalisierung, diesmal jedoch mit einem Antrag, der in eine andere Richtung gehen soll, nämlich der, den diesen Schritt verhindern möchte. Und wie so häufig wird die Angst vor einem Kontrollverlust geschürt. Ich möchte eine Sache ganz klarstellen. Wir Freie Demokraten befürworten die kontrollierte Legalisierung von Cannabis, denn wir haben in der Vergangenheit gesehen, eine Verbotspolitik ist nicht förderlich. Und eine Sache muss man an dieser Stelle einmal ganz klar betonen. Wenn immer wieder von Kontrollverlust gesprochen wird, dann sollte man, glaube ich, die Augen aufmachen und durchs Land gehen und dann merkt man doch, der Konsum findet doch aktuell statt. Da muss man doch jetzt bitteschön nicht die Augen verschließen. Und wenn man dann, liebe Kollegen der AfD-Fraktion, einen Antrag stellt, der eigentlich nur darauf abzielt, bestehende Regelungen bestehen zu lassen und kein eigenes Konzept vorzulegen, wie man denn mit Drogenkonsum umgehen möchte und was man denn vielleicht für Sachen verändern möchte, dann ist das doch schlichtweg eigentlich der eigentliche Kontrollverlust, weil der Konsum findet statt und Sie verschließen davor die Augen und wollen nichts dagegen tun. So. Also, wir können feststellen, die Ziele, die die Verbotspolitik hatte, nämlich den Konsum zu reduzieren, diese Ziele wurden nicht erreicht. Und genau deswegen ist ein Umdenken wichtig und ein Abrücken von der reinen Kriminalisierung von Konsumenten. Damit werden im Übrigen auch Kapazitäten frei, um die Kontrolle eines regulierten Markts zu ermöglichen. Es zeigt sich also erst einmal, dass die kontrollierte Abgabe von Cannabis in vielen Punkten zu begrüßen ist. Es ist aber auch absolut richtig, dass man den Gesundheits- und den Jugendschutz berücksichtigen muss. Genau dafür sieht der vorgelegte Gesetzentwurf der Bundesregierung auch Regelungen vor. Durch eine Legalisierung können wir außerdem den Schwarzmarkt eindämmen, im Idealfall sogar komplett trockenlegen. Und dadurch würden Jugendliche besser geschützt werden, weil schlichtweg keine verunreinigten Substanzen mehr erhältlich wären. Und genau deswegen setzen wir uns für eine Legalisierung ein, denn nur so kann es gelingen, die Gesundheit der Jugendlichen besser zu schützen. Und natürlich, das wurde auch schon erwähnt, dürfen wir nicht die Prävention komplett außen vor lassen, sondern natürlich ist es ein Punkt, in dem man immer wieder die aktuell bestehenden Angebote evaluieren muss, um auch zu schauen, wie man die Zielgruppe besser erreichen möchte. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, da würde ich bei manchen Maßnahmen auch mal ein Fragezeichen dran machen, ob man da wirklich die Sprache der Zielgruppe spricht. Es ist klar, dass die Legalisierung selbst kein Allheilweg ist und kein Allheilmittel. Aber wir sehen auch im internationalen Vergleich, wenn man es richtig macht, kann man durchaus ein positives Fazit ziehen. Und noch einen letzten Absatz wirklich zu den Kollegen der AfD. Sie schreiben Kampf allen Drogen und legen dann einen Antrag vor mit zwei Zeilen. Eigentlich könnte man, wenn man jetzt so einen reißerischen Titel schon formuliert, erwarten, dass dann jetzt vielleicht auch ein richtiges Konzept kommt, der sich grundlegend mit dem Thema beschäftigt. Sie kommen zum Schluss, bitte. Ich komme zum Schluss, aber Ihre zwei Zeilen, das ist also Ihr Kampf gegen Drogen, das ist Ihr drogenpolitisches Konzept, das ist ein Armutszeugnis. Vielen Dank.